Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn wir neigen uns zum Ende des Jahres hin und ich hatte euch neulich verraten, dass in den nächsten Wochen einige neue LEs rauskommen werden und ich habe hier schon wieder die nächste und ich glaube, da ist zwei Produkte drin, die ihr definitiv braucht. Ich sage nicht oft, dass ihr etwas braucht, aber soweit ich weiß und soweit ich die Formulierungen kenne, weiß ich, dass diese Produkte in der Drogerie komplette Gamechanger sind. Deswegen freue ich mich, dass wir heute gemeinsam damit einen Look schminken. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende. Und ich möchte die Gunst der Stunde nutzen, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Denn vielleicht habt ihr es auf Instagram schon mitbekommen, wir haben ein neues Backbuch rausgebracht. Ihr wisst, Danny und ich arbeiten sehr eng gemeinsam auch zusammen und haben dieses wundervolle Backbuch gemeinsam rausgebracht mit den 40 wirklich besten, leckersten Christmas-herbstlichen, winterlichen Rezepten. Und das Ganze ist jetzt sofort verfügbar. Es ist nicht zum Vorbestellen, es ist direkt da. Und wir haben 40 wundervolle Rezepte. Wir haben jedes einzelne selbst gemacht und gebacken. Das ganze Jahr über haben wir Weihnachtsplätzchen gebacken. Ich glaube, man sieht's, aber es ist endlich da und ich freue mich ganz, ganz doll. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Perfektes Weihnachtsgeschenk für euch selber, vielleicht auch mit euren Kindern. Die Rezepte sind alle so, dass ihr sie gut nachmachen könnt, dass ihr sie gut mit euren Kindern vielleicht auch machen könnt. Wir haben die beliebtesten Plätzchenrezepte, aber mit so einem kleinen Maxim Giacomo-Twist mit drin und wirklich super, super tolle Sachen. Es gibt natürlich auch eine Kollektion, da ist dann diese kleine Weihnachtstasse von Danny und mir mit dabei und es gibt auch eine Art Lesezeichen, auch das ist mit dabei. Auch das könnt ihr jetzt im Pelletier Verlag kaufen, der Link ist unten in der Infobox. Diese Schneeflocke könnt ihr entweder als Lesezeichen oder aber auch als Tischdeko benutzen. Bei uns wird Weihnachten jeder am Platz so eine kleine Schneeflocke haben, um einfach ja das Ganze so ein bisschen weihnachtlicher zu machen. Schaut gerne vorbei. Wirklich, ich glaube, das ist mein liebstes Buch, was wir gemeinsam rausgebracht haben, weil es einfach sehr, sehr, sehr viel Spaß macht. Und ihr kennt die Bücher, die mit mir zusammen im Pelletier Verlag entstehen. Ihr habt Platz zum Arbeiten dort drin. Ihr könnt Notizen machen, wenn euch etwas anders in dem Rezept vielleicht gefällt, könnt ihr das Ganze hier drin notieren und es macht super, super viel Spaß und ich freue mich auf die nächsten Wochen gemeinsam mit euch auch hier ein paar Rezepte rauszubacken. Findet ihr alles bei Danny auf dem Kanal. Also schaut gerne im Pelletier Verlag vorbei, da findet ihr dann unser neues Backbuch. Freunde, ich sehe so ein bisschen aus wie so ein Backstreet Boy. Ich fühle mich auch so ein bisschen wie ein Backstreet Boy gerade, aber es wird jetzt gleich anders. Wir haben eine neue LE von Rival Loves Me. Und die hauen ja im Moment raus, das ist ja unglaublich. Und ich weiß, Freunde, es war noch nicht alles. Aber wir haben hier beispielsweise eine super, super schöne Lidschattenpalette, die hier so ein Sternmuster mit drin hat. Und wenn ihr das bewegt, dann, seht ihr das? Dann fallen die Sterne so. Und hier drin sind 9 Lidschatten in schönen, warmen Farben. Aber ganz besonders sind die Schimmertöne. Und generell, die komplette Kollektion ist sehr glitzerig, sehr weihnachtlich angehaucht. Wir haben Glitter Eyeliner, da komme ich gleich zu. Diese Dinger sind der Shit. Wirklich. Wir haben einen super, super schönen Pinsel, der so ein bisschen aussieht wie so eine Sharkflosse. Und ich glaube, das Ding überhaupt, ihr kennt die Formulierung schon von mir, ist dieser Highlighter. Dieser Highlighter ist das Krasseste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Das sieht aus wie flüssiges Metall. Ein 1:1 Dupe, würde ich fast sagen, zu dem Rihanna Fenty Beauty Diamond Bomb, aber besser. Weil bei Fenty ist es so, dass diese Glitzerpartikel irgendwann rumfliegen, hier nicht. Perfekt als Lidschatten, kommen wir gleich zu. Und es gibt natürlich auch noch einen Nagellack in so einem schönen, kühleren Goldglitzer. Und wir haben eine Glittermascara. Da weiß ich noch nicht, wie wir das Ganze machen, aber ich bin super, super gespannt. Ich glaube, wir fangen tatsächlich mit diesem Highlighter an. Ich habe es eben schon gesagt, das Ganze ist sehr, sehr schimmrig. Und anhand des Swatches könnt ihr sehen, wie ultra krass das reflektiert. Also der hat so mehrere Dimensionen und sieht wet aus. Das ist ein recht grober Highlighter. Man kann ihn als Highlighter benutzen, aber ich trage ihn mal auf als Highlighter, dann seht ihr, was ich meine. Gehe hier einfach rein mit einem Pinsel. Der Pinsel nimmt sehr, sehr gut Produkt auf. Und es hinterlässt halt diesen super glitzerigen, aber wunderschönen Glow auf der Haut. Der auf dem Körper, der auf den Augen. Freunde, trust and believe. Ich habe den schon aus einer anderen LE in einer anderen Farbe. Ich hole euch gleich ein Stückchen daran, dass ihr es sehen könnt. Das Ding
ist der Shit. Das ist so eine schöne, besondere Formulierung, die ihr auf den Lippen tragen könnt. Wisst ihr was? Das machen wir. Es gibt aktuell den Trend zu diesen Glitter Lips und ich nehme einfach meinen Lip Liner. Das ist der Nabla Close-Up Lip Shaper in der Farbe 2. So ein bisschen in die braune Richtung ist meine absolute liebste Farbe. Dann gehe ich mit meinem eigenen Liquid Lipstick rüber. Lass das Ganze so ein bisschen antrocknen und dann ist der totale Trend. Es sieht im Dunkeln wunderschön aus. Mit diesem Glitzer Topper. Schaut euch das an. Hier rüber. Nur so ein bisschen im Zentrum und ihr habt einfach die größte und die schönste Lippe. Wenn ich das Licht so ein bisschen wegdrehe, sieht das Ganze noch natürlicher aus. Das ist so ein schöner Glossy-Ton, ohne dass es glossy aussieht. Es betont einfach nur die Lippen. Die Fältchen auf den Lippen werden so ein bisschen auskaschiert und das sieht super, super schön aus. Ihr müsst natürlich nicht so viel nehmen, aber wenn wir, schaut mal, das auf den Lippen reflektiert. Verrückt, oder? Also dieses Ding auf den Lippen ist wunderschön. Große Empfehlung. Das Packaging ist süß. Es hat halt hier auch so ein bisschen roten Glitter mit drauf. Die Sachen sind extrem günstig. Ich habe sogar hier von Riva Loves Me diesen Einlegeboden bekommen. Das ist der Bouncy Highlighter. Der ist sogar vegan. Kostet 3,49 Euro. Und das Schöne ist, weil der so intensiv gepackt ist, braucht ihr nicht viel davon. Das Ding wird euch ewig halten. Und als Highlighter kann man es natürlich auch benutzen. Das ist dann wirklich wie dieses Diamond Bomb von Rihanna. So ein leichter Overall Glitter Glow. Ich gehe damit tatsächlich eher so auf punktuell auf die Nase oder da, wo es gerne ein bisschen glitzern darf. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich habe kein Problem mit glittrigen Highlightern, wenn die nicht so große Glitzerpartikel mit dran haben. Jetzt, Freunde, kommen wir aber zur Lidschattenpalette. Und es ist so krass, euer Feedback zu den Lidschatten aus der letzten LE. Ihr habt den kompletten Laden auseinandergenommen. Es gibt kaum noch diese Paletten und heute haben wir diese hier. Die sieht sehr, sehr schön aus. Ich bin auf die Mattes gespannt, aber auch hier... What? Seht ihr diese Schimmertöne? Das ist so richtig creamy. Also es fühlt sich tatsächlich sogar nass an den Fingern an und schmilzt ganz schön. Wir schminken mal einen Look. Ich gehe jetzt einmal noch mal ganz kurz hier so ein bisschen über meine Lidfalte und starte mit einem kleinen Pinsel und gehe in diese Farbe hier. Das ist so ein dunkles Rot. Klopfe ein bisschen ab und platziere mir die Farbe in meine Lidfalte. Das ist ein recht kühler Rotton, also der ist nicht so super, super warm, aber ihr seht schon, das ist so schön zu sehen, wie Riva Loves Me sich in den Lidschatten, in den anderen Produkten sind sie top mittlerweile, aber die Lidschatten, Freunde, das ist einfach ein ganz anderes Level als früher. Ich arbeite gerade an dem Video, wo ich euch alte LEs zeige. Ich habe ja noch einige da. What is this? What? Tell me. Die Farbe ist super pigmentiert. Ihr seht das. Ich bin ein paar Mal reingegangen und presst das Pigment drauf und ihr habt einfach einen sehr, sehr deckenden Ton. Mache ich auf der anderen Seite auch nochmal schnell. Ihr seht, es geht ganz, ganz schnell. Ich will mich gar nicht so lange aufhalten mit den Lidschattenpaletten, weil am Ende ist es richtig, richtig gut. Auch der Spiegel ist extrem gut. Ich mache den Pinsel ein bisschen sauber und gehe hier in das Orange mit rein und blende damit einfach hier die Farbe aus. Schaut mal, wie gut es geht. Das mit so einem kleinen Pupsi-Pinsel, ne? Die ist nicht ganz so pigmentiert wie das Rot. Allerdings wird dadurch einfach alles so ein bisschen weicher. Und ihr könnt die Farbe auch aufpressen natürlich. Aber da ich jetzt ausblende, muss das Ganze ja nur so ein bisschen weich sein. Look at that. 2 Minuten. Was kostet die? 4,99 €. Try me. Dann nehme ich mir einen großen fluffigen Pinsel, gehe nochmal hier in das Orange und gehe jetzt wirklich recht grob hier rüber, um noch so ein bisschen mehr Farbe hinzukriegen und um den Blend etwas weicher zu kriegen. Aber ich glaube, ihr könnt erkennen, dass das Ganze natürlich funktioniert. Also, wenn man mit einem Packing Brush raufgeht und das Pigment aufs Lid presst und dann ausblendet, habt ihr einfach den intensivsten Look. Und das ist so, so schön. Und ich freue mich einfach, dass nicht so viele Leute sich trauen, in die Drogerie zu gehen, von meinen Kolleginnen zumindest, um die günstigste, also Riva Loves Me ist ja wirklich mit die günstigste Marke, die es gibt. Und sie kriegen es trotzdem hin, solche Qualität mittlerweile abzuliefern. Das ist crazy. Crazy. Wir belassen das erstmal dabei. Ich möchte nämlich eine Sache probieren. Und zwar gibt es diese Glitter-Eyeliner. Den gibt es in Silber und in Gold. Wir kennen die schon. Ich swatche einmal ganz kurz. Also ein Eyeliner kann man damit ziehen. Ich bin aber nicht so ein Fan von glittrigen Eyelinern. Wisst ihr, was wir damit machen? Wir nehmen den goldenen und ziehen uns damit die Cut Crease. Und wenn ihr Probleme beim Cut Crease ziehen habt, ist das die Lösung, weil ihr nicht unbedingt mit einem Concealer erst die
Linie malen müsst und die meisten von euch können Eyeliner ziehen. Und wenn ich hier einfach so lang gehe, bin ich genau in der Crease gelandet, kann ich das Ganze schon mal abgrenzen. Und alles, was ihr dann darunter macht, sieht präzise aus. Ihr seht das sofort. What is this? Aber wisst ihr, was wir machen? Mal was ganz anderes. Ich nehme jetzt nochmal den Pinsel von eben, gehe hier in den dunkelsten Ton rein, komplett aufs Lid. Das ist ein bisschen heller wieder und dadurch habe ich wie so einen kleinen Halo-Effekt auf dem Auge. In der Crease dunkler, auf dem Lid ein bisschen heller und dann nur durch diesen Liner diesen Schimmereffekt. Und wenn man dann hier hinten das so ein bisschen begrenzt, man kann es aufbauen, habt ihr diesen krassen Effekt. Seht ihr das? Das ist so ein bisschen schwierig mit dem Licht. Wir können mit dem Silber noch mal ein bisschen rübergehen, um noch mehr Bewegung reinzukriegen. Das sind schon verschiedene Farben mit in dem Glitzer drin. Also wir haben so ein bisschen was Rosanes, ein bisschen was Blaues, ein bisschen was Grünes. Also wirklich wie so ein Multichrome-Glitter. Aber ich habe es eben gesagt, am besten kann man damit wirklich die Cut Crease einfach begrenzen oder diese Liner machen. Das ist ein sehr, sehr weihnachtlicher Look. Oder was damit sehr gut funktioniert, ist, wenn ihr damit komplett auf euer bewegliches Lid geht und dann einen Schimmerton rübersetzt. Ich habe den Schimmer eben schon geswatcht. Wir ziehen jetzt einfach mal mit dem Silbernen hier die Crease weiter. Schaut euch das an. Sieht das? Okay, jetzt mal im Ernst. Ich weiß, das ist immer total anstrengend, weil ich immer sage, ja, es ist gut. Aber jetzt seid mal ehrlich zu euch selber. Wenn ihr an Drogerie-Make-up denkt, oh, jetzt habe ich gekleckert. Kann man ausblenden, hast du so ein bisschen Glitzer auf dem Auge. Wenn ihr an Drogerie-Make-up denkt, dann denkt ihr doch nicht daran, dass wir sowas schminken können. Das sieht doch aus, als hätte, weiß ich nicht, Pat McGrath selbst Hand angelegt. Tell me. Was kostet der Spaß? 2,29 und ihr braucht ja nicht viel. Also ihr könnt es natürlich komplett benutzen, dann seid ihr damit ein bisschen schneller durch. Aber es funktioniert. Ich nehme jetzt nochmal hier so einen kleinen Pencilbrush und gehe in diesen Ton hier rein. Der ist vom Finish her ähnlich wie die Glitterliner, auch recht grob glitzerig, aber ich setze mir das einfach nur ans Inner Corner. Und wenn man die swatcht, dann habt ihr eben gesehen, dann habt ihr wirklich krassen Metallic-Effekt. Kann man dann so ein bisschen hier aufs Lid tupfen. Und dann habt ihr so ein bisschen Bewegung mit drin. Excuse me. Eine Sache will ich noch probieren, und zwar mit diesem Brush. Der fühlt sich extrem hochwertig an, ist recht schwer sogar. Man kann damit mit Sicherheit sehr gut konturieren. Er liegt gut in der Hand. Ich gehe hier rein, habe jetzt natürlich extrem viel Produkt in der Hand, gehe ein bisschen ab und kann den direkt an mein Cheekbone setzen. Dann so ein bisschen ausblenden an der Nase. What is this? Wir haben diese Glitzermascara. Ich mache mir erstmal eine Schicht Mascara rauf und dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht, wenn wir es drüber geben. Ich benutze dazu im Moment ausschließlich hier diese neue von Love. Die ist wirklich krass. Schaut euch das an. Eine Schicht, ne? Und jetzt hole ich euch ein Stückchen näher ran. Dann könnt ihr das Ergebnis auch nochmal von Namen sehen. Also die Lippen sind schön, die Augen. Hier habe ich ein bisschen schief gemalt, sehe ich gerade. Kommt immer so ein bisschen aufs Licht drauf an. Ihr wisst aber, ich bin eh nicht die größte Eyeliner-Maus. Ihr könntet natürlich auch das perfekt als Inner Corner nutzen. Reflektiert dann super, super schön. Aber ich glaube, ihr habt mitbekommen, was ich damit sagen möchte. Diese Dinger sind iconic für das Geld. Es gibt keine Alternative in der Drogerie. Bei der Glitzermascara bin ich mir so ein bisschen unsicher. Vielleicht als. Sieht man was? Ja, so ein bisschen. Ich kann mir das aber in den Brauen vielleicht vorstellen. Ja, also in den Brauen vielleicht für so ein bisschen Bewegung, Definition. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ein Produkt, das brauche ich persönlich nicht unbedingt. Aber der Rest, schaut euch das an. Das ist, wenn man alles zusammenrechnet. Ich nehme die Mascara hier jetzt mal raus. 5 Euro die Lidschattenpalette, 2 Euro, 7 Euro, der Highlighter 3, 10 Euro, Nagellack habe ich nicht benutzt, 10 Euro. 10 Euro. Okay, Freunde, was sagen wir? Das ist ein 10-Euro-Make-up-Look mit Produkten, die. Ich sehe schon wieder, dass das. Hey, das ist alles gut, immer was du zeigst, ist gut, aber Freunde. Wenn man so ein bisschen spielt damit und ein bisschen guckt, wie man damit arbeitet, dann kriegt ihr diesen Look hin.
mit ein paar Euros und das ist so, so schön. Das sind nicht unbedingt Produkte, die man im Alltag benutzt. Das sind nicht unbedingt Produkte, die man immer wieder in LEs findet. Kommt vielleicht einmal im Jahr, kommt dann so ein Liquid Glitter Eyeliner raus, aber die halten ja. Und wenn man damit weiß, wie man arbeitet, wenn man die so ein bisschen punktuell benutzt oder so wie schon gesagt, einfach komplett auf die Crease gibt und dann mit dem Schimmer nochmal settet, habt ihr einfach ein richtig krasses Ergebnis. Und das ist das, was ich immer sage, wenn ihr in der Drogerie schaut. Und man muss so ein bisschen schauen. Es gibt natürlich immer Produkte, die sind gut, die sind nicht gut. Aber wenn man sie gefunden hat und weiß, wie man sie benutzt, we stand. Freunde, ich bin gespannt, was ihr zu diesem Look sagt. Es hat mir so, so viel Spaß gemacht. Die Produkte sollten jetzt in KW 47 da sein. Also jetzt hier steht Gimme More Glitter 11/2021. Kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Drogerien an. Ganz, ganz wichtig, schaut immer bei den LEs. Ich sehe es selber immer bei mir in der Filiale. Es ist nicht alles immer in der Theke, sondern manchmal stehen auch ein paar Meter weiter diese neuen Aufsteller auf so einem, ja, wie so einem Telegebäckständer. Da findet ihr das Ganze wahrscheinlich. Super, super schön. Ich habe richtig viel Spaß gehabt und ich bin gespannt, was ihr zu diesem Look sagt. Ich würde mich freuen, wenn ihr im Pelletier Verlag vorbeischaut. Es ist übrigens auch noch eine handsignierte Weihnachtskarte von uns mit drin. Und ich setze euch alle Links unten in die Infobox. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Habt einen wunderschönen Montagabend oder egal, wann ihr das Video schaut. Bis zum nächsten Mal.